Yay, hallo, Sportsfreunde und sowas. Ja, ihr könnt schon oben im Titel lesen, was los ist. Ja, richtig, ein Jahr Let's Player. Heute haben wir den 18. Mai 2011 und um genau zu sein haben wir gerade 20:03 Uhr. Ja, jetzt wisst ihr, wann genau ich mich drum kümmere und das aufnehme. Und was gibt's groß zu sagen? Ich dachte, ich sag mal kurz Bescheid. Ja, heute ist es mal ganz genau so ein Jahr, dass ich jetzt angefangen habe, Let's Plays auf YouTube hochzuladen und zu machen und so weiter. Ist eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Klar, anfangs war ich ja noch schüchtern und so, ne? Und hatte Angst, dass ich mich irgendwie verspreche, solche Fehler werde, wenn ich irgendwas sage und so. In meinem allerletzten Let's Play, ich habe ja letztens mal reingeschaut, da habe ich ja zwar aus Versehen, aber ich habe die Leute irgendwie immer gesiezt. Also sehen Sie und schön, dass Sie zu meinem Let's Play eingeschaltet haben. Wollte ich so nicht, aber ich habe es immer aus Versehen gesagt. Ich war es irgendwie gewöhnt. Dann hatte ich auch so ein ultra cooles TV-Total-Nippel-Board. Das war irgendwie ziemlich. Das war ziemlich cool. Das Problem war halt, dass das halt viel lauter war als der Ingame-Sound und meine Stimme und das immer so richtig auf die Ohren ging und ach, außerdem war das auf. Ach, das Ding war kompliziert. Irgendwie immer, wenn ich das gedrückt habe, sind irgendwelche Einstellungen kaputt gegangen beim Emulator und sowas. Aber das ist ja was ganz anderes. Ja, was gibt's noch? Ja, ich dachte mir, ich mache doch mal einen Zusammenschnitt. Die besten Szenen nach einem Jahr von SSB-Rocker. Aber irgendwie fehlte mir jetzt irgendwie die Zeit dazu und ach, da müsste ich mal alles gucken und durchgehen. Und ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr irgendwas, meine ersten Schritte und so ein Zeug sehen wollt, ich wollte schon Scheiß sagen. Ja, dann guckt euch einfach die früheren Videos an. Ich habe aber tausende Playlists auf meinem Channel drauf. Und aber damit ich jetzt nicht ganz so leer dastehe und doch noch irgendwas habe, werde ich heute meinen zweiten Channel offiziell starten. Also ich habe einen Zweitchannel namens Super Marco World und den habe ich vor einiger Zeit aufgemacht. Hab auch schon, ich glaube, ach, ein paar 14 oder 15 Abonnenten habe ich da gerade schon. Ich würde euch doch bitten, mich dort auch zu abonnieren. Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann sage ich euch einfach mal, was da kommt. Und zwar werdet ihr dort, mache ich das so als Art Archiv. Ja. Ich habe zum Beispiel irgendwelche Let's Plays, die habe ich schon mal angefangen, aber die habe ich nie zu Ende gebracht. Einfach hat mehrere Gründe bei manchen Sachen. Zum Beispiel so ein paar Sachen von, habe ich ein paar Parts aufgenommen, dann war ich einfach unmotiviert, zum Beispiel das weiterzumachen. Und da dachte ich mir, es wäre viel zu schade zum Löschen. Da habe ich ihn einfach aufbewahrt und ich denke mal, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die einfach mal dort auf einen anderen Channel hochzuladen. Ebenso folgt dort auch zum Archiv auch Sachen, die es mal auf meinem Hauptchannel gab, aber die dann runtergeflogen sind, aus bestimmten Gründen einfach. Ja, macht euch mal keine Sorgen, dass ihr die Gründe nicht erfahren werdet. Also ich mache das so. Videos werden hochgeladen, aber der allererste Part, also der noch vor dem ersten Part, wird ein Video immer folgen, wo ich immer das ein bisschen kommentiere und sage, wieso ist denn das jetzt nicht als Let's Play komplett auf meinem Hauptchannel gelandet? Wieso hat er das denn gelöscht oder wieso hat er es gar nicht erst hochgeladen? Also das werde ich dann immer sagen und dann werdet ihr immer Bescheid wissen, weil ich habe jetzt mehrere Projekte dafür und ich kann das jetzt nicht für alle erklären, jetzt in diesem Video hier. Auf jeden Fall habe ich dann sowas hier. Moment, ich lese hier gerade was. Ach egal, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube. Nee, ich glaube, das war's dann. Also auf jeden Fall habe ich einen Zweitchannel, Archivvideos und unvollendete Sachen, bla 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 bla. Ich habe auch ein cooles Avatar dort, finde ich. Ich finde diesen Mann darauf sehr schön. Übrigens, der, ja, nicht der von meinem jetzigen, von meinem Hauptaccount, das ist Silent Bob, sondern der von meinem zweiten Channel, das ist ein alter, bärtiger Mann aus Harold und Kumar, Go to White Castle. Ja, in dem fällt kaum einer auf, aber ich verplapper mich hier auch schon. Ich denke mal, das war's. Auf jeden Fall hatte ich eine wunderschöne Zeit, ein Jahr lang. Klar, ich habe klein angefangen, sage ich jetzt mal.
Ich hatte aber direkt am Anfang Unterstützung von ein paar Freunden von mir, die fleißig mitgeguckt und sowas haben. Und da möchte ich mich bei denen natürlich auch nochmal herzlich bedanken. Und habe nach und nach auch immer mehr Zuschauer und sowas gewonnen. Und natürlich bin ich jetzt nach einem Jahr bei 505 und ich weiß es nicht mehr genau, Abonnenten. Und natürlich ist das doch schon mal ein guter Anfang. Und ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit aufzuhören, denn ich hoffe natürlich jetzt auf ein weiteres und gleich noch viel besseres Jahr, wo ich mich noch weiter ausbauen werde und dann noch, ach, ich freue mich schon richtig, weil ich schon so viele Sachen hier noch zocken will. Aber ich schweife jetzt wieder rum. Ich denke, ich sollte jetzt langsam mal aufhören. Also, gibt's nochmal, soll ich mich nochmal zusammenfassen? Ich denke, ihr habt's verstanden. Zweitchannel, neue Videos abonnieren, gucken, bla, bla, bla. Tschüss. Alter, das war krank.